Wir haben ja 2015 das Haus gekauft, 2016 haben wir sich überlegt, hat man eine Testplanung gestartet, um zu überlegen, wie man soll das Quartier weiterentwickelt werden. Und als Resultat von dieser Testplanung ist gekommen, für Sofortmaßnahmen, die getroffen werden sollten. Und eine von diesen Sofortmaßnahmen war, den Hogar Espagnol als Hogar zu behalten, weil es belebt das ganze Quartier. Das Bauprojekt hat zwei grundsätzliche Bedürfnisse. Und zwar die Bereitstellung von einer zeitgenössischen Küche, so wie es auch das Lebensinspektorat einfordert. Und zwar ist das ein gesellschaftlicher Anspruch, den wir als Gesellschaft an Gastronomie stellen und das Lebensinspektorat hat einzufordern. Die jetzige Küche kann diesem Anspruch nicht mehr genügen. Darum hat das entsprechende Kommissar gesagt, wir können keine weitere Bewilligung mehr für den Betrieb. Das hat uns in die Situation gebracht, dass wir reagieren müssen. Das hat vor allem mit dieser Küche zu tun. Und auch andere Auflagen müssen erfüllt werden. Das sind solche Sicherheiten, zum Beispiel im Rahmen der Elektroinstallationen und Absturzsicherungen. Und das ist der wesentliche Punkt des Projekts. Wenn man jetzt möchte, dass das Clubhaus neu wäre, dann täuscht man sich. Wir wollen eigentlich die Gestaltung und die Ästhetik des Hauses nicht verändern.